Herzlich willkommen! Heute geht's weiter mit dem dritten Teil meiner Serie über das etwas größere Bowie-Messer. Ich werde den Anschliff machen und die Klinge danach härten. Die Klinge ist ja 45 cm lang und damit die in meinen Ofen reinpasst, musste ich mir was überlegen. Das wirst du dann sehen. So, der Ofen heizt jetzt auf. Das ist der
die Ofenerweiterung, die ich mir gebaut habe aus Vermiculitsteinen und wie heißt das? Keramikwolle. Damit ich auch die 45 cm lange Klinge da reinbekomme in meinen Ofen. Und ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Es hält auch ganz gut dicht hier. Diese Griffe, die ich hier dran geschweißt habe, die sind, glaube ich, gar nicht mal nötig. Eigentlich wird das kaum warm hier. Der Ofen muss auf 825 Grad aufgeheizt werden. Jetzt haben wir 770. Also ein bisschen wird es noch dauern. Ich bin ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Ich muss diese Erweiterung rausziehen und auf die Erde stellen, die Klinge reinlegen und dann die Ofenerweiterung wieder in die Öffnung schieben. Und ich hoffe, dass die Temperatur im Ofen dabei nicht zu sehr fällt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, zur Klinge. Ich habe das Ende mit Härteschutzfolie umwickelt, damit das Gewinde nicht entkohlt, weil ich nach dem Härten das nicht nachschleifen kann. Ich werde die Klinge nicht komplett eintauchen, sondern nur vorne eintauchen, sodass die Angel nicht mit durchgehärtet wird. So, die Klinge ist drin. Der Ofen muss natürlich jetzt wieder aufheizen, bis er die Zieltemperatur wieder erreicht hat. Ja, aber hier, das ist alles dicht. Hier kann man sogar die Steine anfassen. Die liegen ja hier nicht auf, sondern die überlappen sich hier. Das heißt, hier kommt auch keine heiße Luft raus. Ja, ist alles noch besser als ich erwartet habe. Ich dachte zuerst, dass das hier alles heiß wird. Zange liegt bereit. Ja, das habe ich vorher geübt. Das mache ich immer, dass ich mir vorher genau überlege, wie ich die Klinge anfassen muss und dann in einer geradlinigen Bewegung zum Ölbad komme. Ja, ich hoffe, dass das alles klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, noch 20 Grad, dann starte ich den Timer für die Haltezeit von 10 Minuten. Ja, in der Zwischenzeit steigt die Aufregung. Ich habe aber auch zum Glück daran gedacht, den Rauchmelder abzubauen, denn ich gehe davon aus, wenn ich die Klinge nicht ganz eintauche, dass es auch ein bisschen zu einer Flamme kommt, aber auch zumindest zu einer Rauchentwicklung. Und das nervt gewaltig, wenn der Rauchmelder dann angeht.
So, es hat funktioniert. Eine kleine Ofenerweiterung steht hier auf der Erde. Ne? Innen drin habe ich alles mit dieser Mineralwolle ausgekleidet. Und der Kleber, mit dem ich die Steine geklebt habe, der war vorher, hatte die gleiche Farbe wie die Steine und ist dann durch die Hitze dunkel geworden und richtig gut ausgehärtet. Hat alles gehalten. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dieser Erweiterung. Aber du hast es vielleicht gesehen, dass diese Keramikwolle beim Rausziehen dieser Erweiterung an der Klinge hängen geblieben ist. Ja, ich denke mal, dass das beim nächsten Mal einfach so lasse, wie es jetzt ist. Und das, was ich noch davor geklemmt hatte, das ist vielleicht gar nicht notwendig. Ja, und hier die Klinge. Die ist auch gerade geblieben, dadurch, dass ich sie, als sie noch heiß war, gleich zwischen die beiden Metallprofile gespannt habe. Auch beim Anlassen werde ich sie nochmal einspannen. Jo. Ich lasse bei 200 Grad an. Im Ofen heize ich hier schon mal vor. Da kommt die Klinge dann gleich für zweimal eine Stunde rein. So, ich habe beschlossen, den Guard und die Ringe vom Griff auch noch zu härten. Die habe ich jetzt einfach auch in alte, gebrauchte Härteschutzfolie eingewickelt, damit es nicht zu sehr entkohlt. Die Ringe sind hier drin. Ich hoffe, die bleiben auch alle hintereinander. Ich habe die Tür wieder angebaut. Der Ofen ist gleich auf Temperatur. Und ich hoffe, dass ich diesmal die Kamera etwas günstiger positioniere, dass man auch mehr sieht. Ja, wieso habe ich mich dazu entschlossen, die Anbauteile mit zu härten? Ich bin der Meinung, dass Werkzeugstahl wie der 1.2842 nur dann rostträge ist, wenn er gehärtet ist. Und ja, ich denke mir mal, das schadet auch nichts, wenn der Guard ein bisschen robuster ist, dass er keine Macken bekommen kann. Deshalb, auch wenn das jetzt ein bisschen mehr Aufwand ist, das wieder alles abzuschleifen, den Zunder, mache ich mir trotzdem die Mühe. Ich bin gespannt, ob die Härteschutzfolie ein bisschen Zunder verhindert. Die Qualität des Härtens wird natürlich durch die Härteschutzfolie nicht so gut sein, aber bei den Anbauteilen ist das jetzt nicht so relevant wie bei der Klinge.
So, hier liegen die Einzelteile. Ich setze den Griff jetzt wieder zusammen, in der Hoffnung, dass alles genauso passt wie vor dem Härten. Da ist es. Es fasst sich einfach super an, liegt richtig gut in der Hand und ist auch sehr gut ausbalanciert. Also ich versuche es mal kurz. Ich mag das jetzt gar nicht so gern über dem Fußboden machen, aber man sieht, dass es ganz leicht kopflastig ist und das macht das Messer sehr führig. Also das ist, ich bin sehr damit zufrieden, wie sich das anfühlt. Ja, als nächstes werde ich die jetzt durch das Härten dunkler gewordenen Ringe richtig schwarz färben, den Gard auch. So, ja, wie geht's weiter? Das Holz wird natürlich dann viel heller. Das ist jetzt hier richtig durch das viele Anfassen mit dreckigen Händen schmutzig geworden. Das wird heller, aber die Klinge werde ich erstmal ballig schleifen und anschließend entweder unbehandelt lassen oder leicht grau brünieren. Das weiß ich aber noch nicht genau. Die Klinge wird auf alle Fälle nicht schwarz werden. Und ja, oben kommt noch eine falsche Schneide ran. Klinge, wie gesagt, ballig. Ich habe das extra vor dem Härten nicht ausgeschliffen. Das mache ich eigentlich selten. Das mache ich deshalb, weil man dann anschließend durch das Schleifen einen eventuellen Verzug nochmal korrigieren kann. Aber auch damit sich die Klinge gar nicht erst verzieht, je weniger fein ausgeschliffen sie ist, desto weniger neigt sie dazu, sich zu verziehen. Ich mache das dann lieber nach dem Härten. Ist ein bisschen mühsamer, weil man vielleicht 4 bis 5 Mal länger braucht, um das Material abzutragen. Aber das ist es mir wert. Ja, ich freue mich schon darauf, wenn das Messer fertig ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.